Herzlich willkommen beim mittelsten Morgensblogger der Welt. Heute mit einem Fußballthema, ein ganz aktuelles. Wahrscheinlich ist der Deal, wenn ich das Video jetzt hochlade, schon durch. Wir haben jetzt Sonntagabend, kurz vor 0 Uhr. Bis jetzt ist es noch nicht hundertprozentig durch. Auf Twitter überschlagen sich die Ereignisse ja minütlich. Hundertprozentig durch ist es jetzt noch nicht. Also die Vereine haben es jetzt noch nicht vermeldet zu dem Zeitpunkt. Ich denke, es könnte am Montag geschehen, dass Hummels wieder zurück zu Dortmund kommt. Kurzer Hinweis nochmal, ich nehme hier ohne das Rode-Mikrofon aus. Ich wollte es nochmal testen. Beim nächsten ist es wieder dran. Die Leute, die mich öfter gucken, schreibt mal bitte rein, ob ihr das besser findet, mit oder ohne. Ich werde es aber trotzdem wahrscheinlich ranstecken, weil es hat extra ja, auch Geld gekostet. Und ich will es auch anschließen, das Rode-Mikrofon in Zukunft. Aber ich wollte es jetzt nochmal testen, auch für mich als vergleichswert, wie der Ton auch mit der internen Geschichte vom Mikrofon hier ist. Also schreibt es gerne unten rein. Kommen wir jetzt nochmal zurück zum Hummels-Transfer. Ich bin ja Dortmund-Fan, wie viele von euch wissen, und nichts gegen die Bayern-Fans. Also ihr schreibt gerne auch eure Meinung hier. Wir sollen uns hier oder wollen uns jetzt hier gegenseitig hier nicht anmachen, sondern diskutieren. Und ich denke, ich werde auch die Transferpolitik von Bayern mit reinnehmen und auch die Ängste, die jetzt viele von den Bayern-Fans mit reinnehmen, weil ich habe auf Twitter halt sehr viel gelesen und das geht sehr weit auseinander, die Meinung. Kommen wir erstmal zum Transfer von Hummels. Als Dortmund-Fan ist das natürlich eine Geschichte, mit der ich jetzt nicht unbedingt gerechnet habe. Also ich bin ja sehr viel auf Transfermarkt unterwegs oder halt auch auf Twitter. Bin auch mit Leuten vernetzt, die auch meistens Insider-Informationen haben und wusste halt auch vom Hazard-Deal oder vom Brandt-Deal oder von dem Schulz-Deal relativ zeitnah oder sehr früh. Wusste meistens schon mehrere Wochen vorher, dass das durch ist. Bei Brandt war das ja auch so, dass der Bruder ja für Dortmund gearbeitet hat und dann war es eigentlich schon viel hinter den Kulissen relativ schnell klar ist, der zu Dortmund kommt, wurde natürlich nicht so offen kommuniziert in den Medien, aber es war relativ schnell durch in Insiderkreisen, dass Brandt zu Dortmund kommen wird, aufgrund, dass der Bruder halt auch was gesagt hat und dann gab es da irgendwelche, aber wie gesagt, man weiß auch mal nicht hundertprozentig, ob die Insiderinformationen stimmen, aber es war für die Dortmund-Fans relativ schnell durch. Grundsätzlich bin ich mit der Transferpolitik von Dortmund sehr zufrieden, das einfach mal dazu. Aber grundsätzlich auch nochmal zu dem Punkt, dass ich von den Transfers relativ schnell was mitbekommen habe und das Gerücht sehr lange sich auch gehalten hat und ich auch relativ schnell dann wusste, okay, da ist was dran, kam Hummels aus dem Nichts, finde ich. Also für mich kam es aus dem Nichts. Ich denke auch für viele Dortmund-Fans, das kam erst am Samstag oder Freitagabend auf. Am Samstag wurde dann schon weiter diskutiert. Dann hat Kathi Hummels, die Frau von Mats, ein Bild gepostet zum Hochzeitstag auf Instagram mit drei Bienen dann, also die Familie, 4 Jahre Hochzeitstag, 12 Jahre Beziehung, Familie und dann drei Bienen. Dann wurden auch schon viele so ein bisschen hellhörig und gesagt, okay, die scheint ja wirklich auch schon zu wissen, dass der Deal durch ist. Verschiedene Leute sagen auch, der Deal ist durch, auch die Ruhrnachrichten, Bild, die in dem Punkt bei Transfers eigentlich mal ganz gut informiert sind, haben alle darüber geschrieben, dass der Deal durch ist. Ich denke, am Montag wird darüber gesprochen werden. Ich denke auch, spätestens am Dienstag ist es dann durch, aber ich glaube, am Montag ist es dann fix. Ich glaube, dass Mats Hummels auch zurückkommt. Jetzt kam ja auch das nochmal dieses bei Bild auch nochmal dieses Video online, wo Mats Hummels mit Dortmund-Fans spricht und sagt und sich so vorhält, ja, ist alles möglich, theoretisch, aber ich darf hier nicht vor der Kamera sprechen, so, sich das Trikot vorhält und irgendwie sympathisch und ein lustiges Video als Dortmund-Fan, wo ich auch sage, wow, was da so hinter den Kulissen so abgeht und komisch, dass das Video jetzt online kommt, ja, genau, zum Wechsel, ist natürlich cool, ne, also hat wahrscheinlich ein Fan nochmal ein paar hundert Euro gemacht und das an die Bild verkauft, muss man jetzt nicht cool finden, aber war schon interessant, wie es dann so abläuft. Und ich denke, Mats wird ähnlich wie Hummels sehr gern gesehen werden von den Dortmund-Fans. Also wir haben den alle geliebt und denke, Dortmund verzeiht dem auch den Schritt zu Bayern und ich denke, er hat sich da auch nicht schlecht verhalten. Ja, es kam jetzt nicht total, es hat mich jetzt nicht total den Dolchstoß versetzt wie bei Götze damals. Mats hatte seine Bayern-Erfahrung, vielleicht war der auch frühzeitig früher Bayern-Fan und wollte es vielleicht einfach nochmal wissen und hat jetzt vielleicht menschlich gesehen, dass das jetzt nicht so sein Verein ist oder es war jetzt einfach nicht ja, so die geilste Zeit für ihn, die letzte Zeit. Und jetzt, wo auch Kovac bleibt, hat er vielleicht auch gesagt, komm, Kati, wir gehen wieder zurück. Instagram kannst du auch da machen, keine Ahnung was. Aber vielleicht hat auch Kati, die haben ja auch dann das Kind dort bekommen, vielleicht wollte sie auch unbedingt auch nach München und er wollte es nochmal wissen. Und Bayern ist auch tendenziell die Chance immer ein bisschen größer, muss man ja auch ehrlich zugeben, die Champions League zu gewinnen.
Und vielleicht waren das alles Faktoren, vielleicht wollte ich das einfach nochmal wissen und das habe ich ihnen gar nicht so übel genommen. Von daher gehöre ich eigentlich zu den Dortmund-Fans, die sagen, ein bisschen zwiespältig, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch über dem Zenit ist. Allerdings ist er für mich in Topform einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ja, kann ja jeder sagen, was er will von euch, aber für mich gehört er noch in die Top 10 nach wie vor. Selbst wenn er eine schlechte Phase hat, ist er für mich noch in der Top 20 drin. Und deswegen mit seiner Erfahrung ein super Transfer für Dortmund. Also Hut ab auch für Aki und vor Susi Zorc, die echt krasse Leute geholt haben, die Transferperiode. Sollten jetzt keine krassen Leute gehen, war es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Die Transferperiode bis jetzt könnt ihr auch gerne mal unten reinschreiben, wie ihr das so seht. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dortmund gehen allerdings auch wahrscheinlich einige noch. Rafael Guerreiro wird geliebäugelt, dass der mit Barca wohl schon einig ist. 25 Millionen sind da im Raum. Tut mir im Herzen weh, super Mann, aber kann es ihm auch nicht nachvollziehen, wenn Barca anklopft. Soll er da glücklich werden, sehr, sehr guter Spieler, aber ich glaube, dass der mit seinen Verletzungen dann irgendwann wieder dort auf die Fresse fliegen wird und dann nicht mehr spielen wird. Das würde ich sehr schade finden, weil ich den eigentlich sehr, sehr, sehr gut finde. Der hätte man vielleicht auch frühzeitiger ja, verlängern sollen, ist zumindest meine Meinung. Aber ich denke, der wird wechseln. Eventuell auch noch ein Weigel wird gehen. Schürrle soll mit Beşiktaş wohl auch in Kontakt stehen. Würde ich für ihn auch gut finden, wenn er wechselt. Kagawa wird höchstwahrscheinlich gehen. Tut mir auch ein bisschen im Herzen weh. Für mich ist das ein Dortmunder durch und durch. Aber Faro sieht halt keine Verbindung. Und durch die ganzen Neuzugänge ist es wahrscheinlich im Mittelfeld auch zu voll. Obwohl ich finde, ein Kagawa in Topform immer auch ein klasse Junge ist. Kommen wir dann auch mal zur Transferpolitik von Bayern. Und viele haben ja auch den Hummels-Transfer jetzt sehr kritisch gesehen. Die einen sagen, ja, plus weg mit dem, wir haben ja gute Leute. Die einen sagen, Mensch, mit Boateng hat man sich das jetzt schon verscherzt. Boateng wäre besser, wenn der geht. Mats Hummels war einer unserer Leistungsträger. Und so habe ich das halt eigentlich auch gesehen. Wenn bei Bayern nichts ging, waren Mats Hummels lange Bälle oftmals gewinnbringend. Und der ist halt auch torgefährlich. Der hat ja auch gerade gegen Dortmund immer mal sein Tor geschossen. Wo man sagt, da muss das immer gegen Dortmund sein, Junge. Er hat er sehr gerne mal getroffen. Also ich habe da ein, zwei Treffer in Erinnerung, glaube ich, wo er gerade gegen Dortmund auch mal geknipst hat. Ich denke, das wird Bayern fehlen. Auch seine Kopfballstärke, also das ist immer für ein Tor gut, seine langen Bälle, seine Spielübersicht. Er ist halt auch für mich ein Leader. Und mit Boateng hatte man sich das jetzt verscherzt. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch großartig Bock hat, für Bayern zu spielen. Sein Hoeneß kriecht ihm nochmal hinten rein und sagt, Mensch, hier hast du nochmal eine Gehaltserhöhung oder wie auch immer, sonst kann ich mir das nicht vorstellen, dass Boateng nochmal Bock hat, für Bayern zu spielen nach der ganzen Geschichte. Den halte ich auch so ein bisschen für eine ja, kleine Diva, was er sich aber auch verdient hat. Aufgrund wirklich guter Leistungen hat er sich das verdient, dass er jetzt auch ja, bei den Bayern zu den Besten gehört hat. Und ich finde, er kann auch noch 3, 4, 5 Jahre auf höchstem Niveau spielen. Ich würde an seiner Stelle zu Juventus oder zu so einem Verein gehen, die auch mit älteren Spielern noch vernünftig umgehen. Gerade in Italien spielen die ja teilweise bis zu 40 sind noch. Und ich denke, dass der da auch noch sein Ding machen wird. Und wenn Hummels jetzt geht, dann wird es allerdings, wenn Boateng und Hummels weg sind, in der Innenverteidigung ein bisschen dünn. Pavard, ich hoffe, man spricht ihn so aus, guter Transfer, 35 Millionen. Französischer Nationalspieler, auch Weltmeister. Allerdings habe ich bei Stuttgart den nicht immer so stark gesehen, sonst wären die auch nicht abgestiegen. Also wenn es jetzt der Ultra-Weltklasse-Spieler gewesen wäre oder schon ist, dann hätte es, glaube ich, anders ausgesehen für Stuttgart. Können die gerne die Stuttgart-Fans auch unten reinschreiben. Also ich denke, dass das ein Perspektivspieler ist, aber mir fehlt da noch irgendwie so der Wow-Effekt. Kann mich aber auch täuschen. Genauso sehe ich das auch bei Hernandez. Ein sehr teurer Spieler. Auch absolut zu Recht. Weltmeister, Atletico Madrid, Topverein, aber 80 Millionen ist schon eine Hausnummer. Weiß ich nicht. Ein Süle ist auch da, ein Kimmich, die Abwehr ist, denke ich, nach wie vor gut. Rafinha wechselt wohl auch. Ihr könnt mich gerne berichten, ich bin ja nicht hundertprozentig jetzt drin bei Bayern, aber mit Neuer hinten haben die eigentlich einen guten Kern an Mannschaft. Es fehlt allerdings dann wieder ein Innenverteidiger. Die können dann gerne einen Toprak von uns haben. Als über 4. Wäre vielleicht zwar wirklich gar nicht so schlecht. Also, sorry Leute, aber es wäre ganz für Bayern jetzt nicht der schlechteste Transfer, weil Toprak würde bei Bayern auch auf der Bank sitzen wollen.
wenn er auch bei uns sich das antut, wäre er bei Bayern. Also ich denke, Süle und die Hernandez und Pavard sind dann die drei, die in der Innenverteidigung wirklich rotieren. Und Toprak kann man mal bringen, wenn zwei verletzt sind, rein theoretisch oder so. Aber ich denke, Bayern wird dann auch nochmal in der Innenverteidigung einen richtigen guten Perspektivspieler holen oder aus der eigenen Jugend vielleicht einen hochziehen, der vielleicht auch wirklich den Sprung schaffen kann. Das würde ich an Bayern Stelle auch mal ganz cool finden, wenn die ihre eigene Jugend, die wirklich gut ist, auch mal Leute hochzieht und selber fördert. Dann wäre es vielleicht mit Hummels auch gar nicht so gelaufen. Also, man weiß es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Also damals mit dem Wechsel, den ersten Wechsel zu Dortmund. Das meine ich damit. Lange Rede, kurzer Sinn. Gehen wir nochmal weiter, wo ich jetzt auch die Schwachstellen bei Bayern sehe. Robben, Ribéry und Co. waren für mich immer als Dortmund-Fan so, oh, scheiße, wenn die fit sind, wird schwer. Und die sind jetzt ins Alter gekommen, die gehen. Es muss jetzt irgendwas passieren und Gnabry, Goretzka, Coman sind gute Spieler. Und Lewandowski hat mal einen Stürmer, der immer trifft, der wird immer seine 25 bis 30 Tore machen. Muss man auch erstmal haben. Also wenn der weg ist, wird es auch schwierig für Bayern. Man kann zwar immer gute Leute nachkaufen, aber Lewandowski, der so abliefert, hat man selten im Kader. Und gab es auch die letzten Jahrzehnte nicht so einen Typen, der immer seine 25 bis 30 Tore geschossen hat. Da gab es auch mal einen Elber, klar, da gab es auch mal Makai oder andere Stürmer bei Bayern, die sehr gut waren. Oder hier Luca Toni. Aber das waren alles Leute, die da nicht über Jahrzehnte so gut waren, sondern halt immer Spieler waren, die auch grundsätzlich ja, immer mal, ja, wie soll ich sagen, da ihre Schwächephasen wieder hatten. Das ist der Akku auch gerade alle. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Will jetzt aber noch den Take zu Ende machen. Auf jeden Fall zu dem Punkt, dass der Sturm zwar gut ist mit Lewandowski, es fehlt für mich aber noch so eine Nummer 2, den man einwechseln kann, gerade wenn Lever mal nicht trifft und der trifft ja in entscheidenden Spielen oftmals auch nicht mehr so wirklich. Ist zwar eine Bank, wie gesagt, mit 20 bis 30 Toren immer safe, aber es fehlt ja irgendwie nochmal so ein Ersatzstürmer und es fehlt mir auf den Außen auf jeden Fall ein Kracher, also eine Verpflichtung wie Sané, wie Griezmann oder Co., wo Bayern wirklich sagen kann, wow. Und James ist jetzt auch noch gegangen, ich finde im Mittelfeld sind die mir ja zu dünn besetzt momentan. Ihr könnt das auch gerne unten reinschreiben, wie ihr das seht. Gerade auch Hummels und Boateng waren für mich immer so Säulen in der Abwehr, wo ich Angst vor hatte oder beziehungsweise großen Respekt vor als Dortmund-Fan. Weil wenn die in Topform waren, war es sehr, sehr eklig und schwierig, gegen die zu spielen. Auch die letzten Jahre, wo sie vielleicht auch mal schwächere Spiele hatten, war das immer Meckern auf sehr hohem Niveau, finde ich, gerade von den Bayern-Fans. Und da bin ich halt mal gespannt, was da jetzt kommt. Und ich finde die Transfer Politik momentan von den Bayern ein bisschen schwierig. Sollte da jetzt nichts in den nächsten 2 Monaten passieren, die ja noch sehr lange sind, oder 2,5 Monaten, dann sehe ich da echt Probleme. Also ihr könnt es gerne anders sehen, schreibt das sachlich unten rein. Aber ich glaube, wenn die jetzt nicht nach unten Kracher holen, wird schwierig. Und Hudson-Odoi finde ich jetzt nicht den Überkracher. Und Sané für 70, 80 Millionen finde ich auch sehr teuer. Und Griezmann wird wahrscheinlich zu Barca wechseln. Und wen hat man da noch? Diaballa von Juventus könnte ich mir vorstellen, auch vielseitig, aber halt auch mehr im Zentrum, im Sturm. Und wenn Lewandowski da nicht mehr spielt, kann der auch sehr zickig werden. Kennt man aus Dortmunder Tagen. Also man weiß es nicht, ne, wie es weitergeht. Schreibt das gerne sachlich unten rein. Was haltet ihr von den Transfers oder von der Transferpolitik von Bayern? Ich denke, als Dortmund-Fan kann man jetzt gerade ganz zufrieden sein. Sollten jetzt nicht noch Kracher gehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe auf eine sehr spannende und gute Saison mit einem guten Ende für Dortmund. Aber das werden die Bayern-Fans sicherlich anders sehen. Bis bald und ciao, ciao.